Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein leckeres Rezept für gefüllten Butternusskürbis für euch. Los geht's auch schon direkt mit den Zutaten und der Zubereitung des vegetarischen Leckerbissens. Ihr braucht 2 bis 3 Knoblauchzehen, 1 Esslöffel zerlassene Butter, 1 Esslöffel Olivenöl sowie Pfeffer und Salz zum Vorgaren. Außerdem braucht ihr noch 5 Esslöffel Couscous, einen halben Teelöffel Chiliflocken, 20 Gramm Butter, 120 ml heiße Gemüsebrühe, frische Petersilie, 200 bis 250 Gramm Tomaten, Pfeffer und Salz und ca. 1 Esslöffel hellen Balsamico-Essig oder Zitronensaft. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben zum Nachlesen und Ausdrucken ist wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf amerikanisch-kochen.de. Als erstes wird der Kürbis halbiert, die Kerne entfernt und die Hälften dann kreuzweise eingeschnitten. So gart der Kürbis gleichmäßig und die Gewürze und Aromen können besser in das Fruchtfleisch einziehen. Der Knoblauch wird in Scheibchen geschnitten und in ein paar der Schlitze verteilt. Die Butter und das Olivenöl werden verrührt und die Kürbishälften gleichmäßig damit eingepinselt. Noch etwas Salz und Pfeffer obendrauf und der Kürbis kommt für ca. 45 Minuten bei 170 Grad Ober-Unterhitze in den vorgeheizten Ofen. In dieser Zeit kann schon mal der leckere Couscous vorbereitet werden. Dazu gebt ihr die Butter und den Couscous in eine Schüssel und füllt das Ganze mit der frisch aufgekochten Gemüsebrühe auf. Das Ganze wird gut verrührt und für 8 bis 10 Minuten zum Quellen zur Seite gestellt. In dieser Zeit könnt ihr noch den Rest vorbereiten. Die Tomaten werden gewürfelt. Achtet dabei darauf, die Kerne zu entfernen, wenn die Tomaten sehr wässrig sind, sonst wird der Couscous matschig. Wenn der Couscous so aussieht, werden die Tomatenstückchen und die Petersilie untergehoben und das Ganze eventuell noch mit Salz und dem hellen Balsamico abgeschmeckt. Sobald der Kürbis gut vorgegart ist, wird die Füllung darin verteilt und das Ganze geht für 7 bis 8 Minuten zurück in den Ofen. Zu dem Kürbis in die Form können dann aber zusätzlich noch etwas Olivenöl und ein paar Tomaten gegeben werden. Nach der zweiten Garzeit ist der Leckerbissen dann fertig und kann serviert werden. Wenn ihr mögt, könnt ihr zum Schluss dann noch etwas Chiliflocken darüber geben. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Falls ihr die Rezepte ausprobiert, könnt ihr uns eure Bilder sehr gerne auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag amerikanisch kochen schicken. Über eure wunderschönen Bilder freuen wir uns immer sehr.